Nationalrat Andreas Glarner, ich sage Ihnen offen und ehrlich, Sie sind eine echte Herausforderung für mich. Das freut mich. Ich sage Ihnen, wieso, Herr Glarner. In der Politik, bei jedem Thema, da gibt es Pro, da gibt es Contra und da gibt es geradeaus unehrlich. Und was Sie machen in dieser Kampagne, Herr Nationalrat, schauen Sie es mit mir mal an. Sie machen Kampagne mit dem Plakat. Ein Burka. Obwohl Sie genau wissen, dass ein Burka mit diesen erleichterten Einbürgern von der dritten Generation nichts zu tun hat. Sie könnten genauso gut ein Plakat machen mit dem Bösewicht aus Star Wars. Der Darth Vader hat tupfen genau gleich viel zu tun mit den Einbürgern wie Ihre Burka. Das stimmt. Auch da sehen Sie nicht, wer Sie einbürgert. Sie dort unkontrolliert einbürgern, das ist das Symbol dafür. Wir wissen nicht, wer wir einbürgern, wenn wir die Person nur noch am Schreibtisch stehen. Beurteilen. A. B. Reden wir von einer Glaubensgruppe. Ja, aber das Problem ist eben, Herr Glarner, es ist einfach falsch. Es ist nicht falsch. Es geht eigentlich das vorderste Mal um Italiener. Wenn Sie möchten, gegen diese Vorlage sein, müssten Sie sagen, das ist eine Schinkenvorlage. Das wäre zwar auch daneben, aber es wäre weniger daneben als Burka. Burka und Darth Vader sind einfach faktisch falsch. Das stimmt einfach nicht. Also dann haben Sie dann unsere Pressemitteilung entweder nicht gelesen oder nicht ganz verstanden, was natürlich auch noch dazu ist. Genau. Also wir haben ja folgende Sache gesagt. Wir dürfen unkontrolliert einbürgern, also wir wissen, wer dahinter steckt. Es hat einfach nichts mit dem Darth Vader zu tun. Es hat einfach nichts mit der Burka zu tun. Die Burka einblenden. Also, wir wissen, wenn wir einbürgern, A. B. Wir haben gewisse Glaubensgruppen, die sich weigern, sich zu assimilieren. Auf dem Papier schon, in der Tatsache nicht. Ich erinnere an Handschlagverweigerung. Ich erinnere an Gesprächsverweigerung mit Frauen. Herr Nationalrat, wenn Sie erlauben, mit dem allergrößten Respekt, das ist falsch. Aha. Es geht um Italiener zuvorderst. Das stimmt das sind Sekundos, die jetzt in der dritten Generation sind. Das ist der Hauptpersonenkreis. Herr Moderator, wenn Sie gestatten, bei allem Respekt, wir ändern die Verfassung, nicht nur das Gesetz. Wir ändern die Verfassung. Aber dann sind Sie einverstanden, dass es heute die Gruppe sind. Nein, das stimmt nicht. Wir ändern die Verfassung. Das heisst, in Zukunft werden wir sehr wohl genau mit dieser Personengruppe zu tun haben. Mit nicht assimilierten Leuten. Herr Glarner, Sie sagen, das ist ein Symbol. Sie sagen, es ist ein Zeichen. Das Problem ist, das Zeichen, das Symbol ist einfach falsch. Und das ist einfach nicht in Ordnung, Herr Nationalrat. Die Bürger von diesem Land, die Zuschauer von dieser Sendung, links oder rechts, völlig egal. SVP oder nicht, völlig egal. Die Leute werden einfach nicht gern falsch informiert. Das ist nicht falsch informiert. Also ich verstehe es nicht. Also Sie sind jetzt einfach einseitig orientiert. Ich meine, wenn Sie sehen, dass wir unkontrolliert einbürgern, das sagen wir, es steht auch unkontrolliert. Also ich weiss nicht mehr, wer ich einbürgern, weil ich nur noch am Schreibtisch entscheide. Das ist das eine. Das andere ist, ich tue Leute einbürgern, die sich nicht bereit sind, zu assimilieren. Es hat einfach nichts mit dem Darth Vader zu tun. Es also hat einfach nichts mit der Burka zu tun. Entschuldigung, die Person, die jetzt den Schwimmunterricht durchgesetzt hat oder hat Wellen durchsetzen bis Straßburg, ist Schweizer. Und der wäre in der dritten Generation da und könnte die dritte Generation noch leichter einbürgern werden? Das verstehe ich, wieso denn nicht? Der ist in der dritten Generation Nein, da. Nein, er ist nicht in der dritten, ja, aber er könnte ja leichter einbürgern. Vielleicht in der Zukunft. Genau. Und ich gebe Ihnen ein weiteres Beispiel, Herr Glarner, wenn Sie erlauben. Auf Ihrem Prospekt, der, den Sie verteilen, steht vorne drauf, erleichterte Einbürgerung. Hinten drauf steht erleichterte Einbürgerung. Mhm. An keiner einzigen Stelle im ganzen Prospekt steht, dass es nur um die dritte Generation geht. Das ist doch einfach der Bürger in die Irre geführt. Nein, wieso denn? Es steht nirgend, dass es um die dritte Generation geht. Es ist ja nicht so viel Platz, wo nehmen Sie es? Ja, bitte. An keinem einzigen Ort steht dritte Generation. Also wir können doch keinen Roman abdrucken. Ja, aber das wäre doch mal wichtig. Das ist doch wichtige Information also, für den Bürger. Das machen wir doch jetzt da. Wir machen die Informationssendung. Und ich glaube, Sie werden die Schweiz niemand finden, der nicht weiss, dass es um die dritte Generation geht. Es fällt einfach auf bei dieser Vorlage, besonders bei dieser Vorlage, Herr Nationalrat. Schauen Sie mal im Argumentarium, wo Sie damit arbeiten. Ja. Dort steht keine Einbürgerung von Sozialhilfebezügern. Ja, weil Kanton... Und das ist schon wieder einfach falsch. Das stimmt nicht. Sozialhilfebezüger können sich so das unter dieser Vorlage nicht also, erleichtert einbürgern lassen. Entschuldigung, ich habe morgen als Präsident der Aargauischen Einbürgerungskommission noch und nöcher müssen Leute durchwinken, weil das Gericht gesagt hat, wenn er regelmäßig Sozialhilfe bekommt, ist er wirtschaftlich selbstständig. Aber nicht bei dieser erleichterten Einbürgerung, wenn man jetzt darüber redet. Das schaut ja gar niemand mehr her. Stimmt ja oder nein? Was? Das können die Kollegen vom Tag wieder checken. Bei dieser erleichterten Einbürgerung, wo es jetzt darum geht, diese Vorlage, ja. Können Sozialhilfebezüger eingebürgert werden? Also steht nicht, Sie können nicht eingebürgert werden? Steht nicht schwarz auf weiß im Gesetz? Nein. Gut. Herr Glarner, Sie zeigen Burka, obwohl es nicht um Burka geht. Sie könnten auch das weiter zeigen. Sie schreiben nie, dass es dritte Generation ist. Sie reden von Sozialhilfe, obwohl das im Gesetz steht, dass das ausgeschlossen ist. Schauen Sie es nach. Wieso machen Sie das? Also, wir informieren über die Sache, was da läuft. Wir warnen auch. Und ich glaube, eine Diskussion
Herr Breuer ist erst losgegangen, wo wir angefangen haben, zu plakatieren. Ich sage Ihnen, wieso ich ein Problem damit habe, Herr Glanner. Sie haben einen sehr frechen, einen saftigen Wahlkampf gemacht, wo Sie Nationalrat wurden sind vom Jahr. Das war Ihr Plakat gewesen. Kopf hoch statt Kopf ab mit einem blutigen Messer. Und wie war es? Jetzt kann man sagen, Herr Glanner, ja, nicht in der Schweiz, aber jetzt kann man sagen, Herr Glanner, das war Wahlkampf gewesen. Das ist in Ordnung, Sie sind gewählt worden, Sie haben wollen provozieren, Sie haben es geschafft. Mhm. Aber jetzt sind Sie Nationalrat. Jetzt haben Sie eine Verantwortung. Mhm. Finden Sie nicht, Sie müssten gegenüber den Bürgern ein bisschen näher an den Fakten sein? Wir sind sehr näher an den Fakten. Also wenn Sie heute gehen, schauen, in die Gemeinde raus, eben, gehen Sie mal ins Einkaufszentrum, gehen Sie auf den Schulhof, dann werden Sie all das bestätigen sehen. Sie werden sehen, dass wir unkontrolliert werden einbürgern, dass wir Glaubensrichtungen haben, die nicht bereit sind, sich zu integrieren, und das wird nicht überprüft. Hat einfach nichts mit der dritten Generation zu tun, die jetzt da lebt. Das sind nicht die Leute. Ich darf einfach noch einmal wiederholen und betonen, wir machen eine Verfassungsänderung, die gilt auch hoffentlich 50 Jahre noch, und dort innen werden es noch ganz andere Leute sein. Sie werden es noch erleben, Herr Breuer, Sie sind ja jung. Nein, ich bin jung, nicht mehr ganz so jung, wie Sie vielleicht denken. Andreas Glarner, ich fasse zusammen. Sie haben Erfolg. Sie haben Erfolg bei den Wahlen. Sie haben Erfolg mit dieser Kampagne. Sie haben gesagt, die ganze Schweiz redet über ihre Burka oder über den Darth Vader, den wir zeigen. Herr Glarner, gibt es irgendetwas, was Sie nicht machen würden? Irgendeine Kampagne, wo Sie würden sagen, ja, die würde funktionieren, aber die geht nicht zu weit? Ich habe schon viel nicht gemacht. Welche denn zum Beispiel? Was ist etwas, was Sie nicht würden machen würden, zum Gönnen? Wenn es unwahr ist, machen wir es nicht. Wenn es unwahr ist, machen Sie es nicht. Das lasse ich jetzt einfach stehen für die Kollegen vom Tagi Faktencheck, tagesanzeiger.ch. Ab morgen finden Sie das im Netz. Ja, Kurt Fluri. Sind Sie